Dieser kleine Flitzer ist ein Meilenstein des Automobilbaus. 1949 von der kleinen Rennabteilung des tschechischen Skoda-Werks gebaut, qualifizierte sich der Skoda Sport überraschend für die 24 Stunden von Le Mans. Dort sorgten die Tschechen dann für die Sensation und führten ihre Klasse lange an. Erst im Morgengrauen kam das aus. Jahrzehnte später hat Skoda den lange verschollenen Wagen wiedergefunden und liebevoll restauriert. Jetzt hat Hans-Joachim, genannt Striezelstuck, die Gelegenheit, das Auto zu fahren. Und der zweifache Le Mans-Sieger ist fasziniert, was die Tschechen damals geleistet haben müssen. Das waren früher die Helden. Wenn du siehst, mit welchen oder welchen Umständen die gefahren sind, mit welchen Autos, ich meine, das ist ja rurale Technik. Keine Servolenkung, keine Sicherheitsgurte, keine Telemetrie, kein Boxenfunk. Ich meine, die mussten die alles selber machen. Die haben sogar selber repariert auf der Strecke, durften Werkzeug mitnehmen. Heute dagegen ist ja alles hochtechnisch gesteuert. Das macht den Sieg nicht weniger wertvoll. Aber früher war der Mensch ein wesentlich wichtigerer Faktor für ein ganzes System wie heute. Dazu kam, dass sich Europa nur langsam wirtschaftlich erholte und 1950 der Kalte Krieg immer bedrohlichere Formen annahm. Dass ein Team aus der kommunistischen Tschechoslowakei an einem Rennen im kapitalistischen Westen teilnahm, war an sich schon eine Sensation. Das war ein Mordseinsatz für Skoda, die Entscheidung zu treffen. Wir gehen aus dem Eisernen Vorhang raus, gehen nach Le Mans zu einem der wichtigsten Rennen der Welt. Auf der anderen Seite, wenn wir heute darüber sprechen, das war eine Pionierzeit. Und da haben die natürlich tolle Basisdinge geleistet, das muss man schon mal deutlich sagen. Wiederentdeckt hat den lange verschollenen Rennwagen der Skoda-Mitarbeiter Michal Velebny. Das Kuriose daran, der Konstrukteur war damals sein Großvater Josef Velebny, der ihm auch die Original-Konstruktionszeichnungen hinterlassen hat. Als ich das Auto fand, war es in wirklich schlechtem Zustand. Also haben wir entschieden, das Auto so zu restaurieren wie in seiner Blütezeit. Ich habe das Auto zusammen mit meinem Freund Stanislav Kafka 4 Jahre lang restauriert. Wir haben die Stunden nicht gezählt und waren jedes Wochenende und jeden zweiten Abend hier in der Werkstatt. Wir haben jedes einzelne Teil in die Hand genommen, wieder aufbereitet oder gewechselt. Wirklich harte Arbeit. Striezelstuck ist jedenfalls begeistert über das Resultat der Restauration. Für ihn ist dieser alte Rennwagen Faszination pur. Wenn man das Lenkrad anschaut, mit dem Popometer, wo du drauf sitzt, du spürst genau, was das Auto macht. Vom Fahrwerk her, vom Getriebe her. Ein grad verzahntes Getriebe, nicht synchronisiert. Das ist einfach Autofahren pur. Du spürst genau, was das Auto macht. Und dann war es leider vorbei. Wirklich schade, wegen diesem kleinen Teil da. Das ist eine Kolbenbolzensicherung, die, wenn die bricht, dann gibt es einen großen Motorschaden. Und da war es vorbei, am 25. Juni 1950, an der Top of der Klasse. Leider Gottes war dann Schluss. Echt schade.